Transaktionen in der BPMN sind jetzt ein Mechanismus, der es uns erlaubt, darzustellen, dass bestimmte Prozesse nur als Ganzes abgewickelt sinnvoll sind und wenn dort irgendwo ein Fehler auftritt, auch als Ganzes wieder rückgängig gemacht werden müssen. Man kennt es vielleicht aus der Datenbankenwelt, auch dort gibt es Transaktionen. Man sagt also, bestimmte Datenbankoperationen müssen als Gesamtes ausgeführt werden und wenn irgendwo ein Fehler auftritt, dann muss man alles wieder rückgängig machen, das ist ein sogenanntes Rollback. Das kann die BPMN auch. Und wie man das macht, das schauen wir uns jetzt an. Das ist realisiert hier, wir gehen es einfach direkt am Beispiel durch, als eine bestimmte Art von Subtask, der Subtask mit der doppelten Umrandung. Das ist ein sogenannter Transaktions-Subtask und der sagt eben aus, alles was da drin passiert, ist nur sinnvoll, wenn es als Gesamtes erfolgreich abgeschlossen werden kann. Und wenn irgendwo ein Problem auftritt, dann müssen wir alles, was schon fertig ist, auch wieder rückgängig machen. Das ist der große Unterschied zum Fehler. Wenn ein Fehler auftritt und wir brechen den Prozess ab, dann ist alles, was bis dahin passiert ist, schon passiert und wir berücksichtigen es auch nicht weiter. Bei der Transaktion sagen wir da explizit, und da möchten wir noch was rückgängig machen. Das Beispiel, das wir hier haben, ist eine Reisebuchung. Bei der Reisebuchung ist es ja so, dass man vielleicht jetzt, wenn wir einfach mal an, am Flug und ein Hotel buchen. Und wenn es eins von beiden scheitert, dann macht auch das andere keinen Sinn mehr. Also wenn wir keinen Flug haben, brauchen wir das Hotel nicht. Und wenn man das Hotel nicht buchen kann, dann brauchen wir auch keinen Flug mehr. Die beiden Sachen sind aber grundsätzlich einmal unabhängig voneinander durchführbar. Deswegen haben wir hier ein paralleles Gateway, machen also die Flugbuchung und die Hotelbuchung. Wenn wir uns jetzt anschauen, was hier passiert ist, wir haben bei der Flugbuchung und bei der Hotelbuchung ein angeheftetes Fehlerevent, ein unterbrechendes. Das heißt, wenn da drinnen ein Fehler auftritt, dann war die Buchung jeweils nicht möglich. Wenn beides abgeschlossen wird, dann endet dieser Transaktionsprozess. Ganz klassisch. Wenn der Fehler aufgetreten ist, dann führt es zu einem Abbruchevent. Und dieses Abbruchevent hat jetzt semantisch eine ganz bestimmte Bedeutung. Das ist nicht nur der klassische Fehler, sondern das Abbruchevent wird nur in Transaktionen verwendet und löst gleichzeitig das Rückgängigmachen von bereits abgeschlossenen Aktivitäten aus. Und dafür gibt es das sogenannte angeheftete Kompensationsevent. Das sind diese beiden mit den zwei Pfeilen drinnen, an die man sogenannte Kompensationsaktivitäten anhängen kann. Das sind Aktivitäten, die diesen kleinen Modifier mit den zwei Dreiecken hier drinnen tragen, die wir hier sehen. Was man damit semantisch ausdrücken ist, wenn es zu einem Abbruch kommt, dann prüft jetzt, wer auch immer diesen Prozess ausführt, ob eine der Aktivitäten, die da drinnen enthalten sind oder mehrere bereits abgeschlossen sind. Und wenn es dazu ein Kompensationsereignis gibt, dann wird dieses ausgelöst. Es kann ja auch Aktivitäten geben, die man nicht rückgängig machen muss oder kann, wenn man eine Nachricht schon geschickt hat oder weil sie keine Auswirkungen auf irgendwelche Daten haben. Wenn aber eine Aktivität ganz explizit, ein Task ganz explizit rückgängig gemacht werden muss, dann muss dazu ein separater Kompensationstask modelliert werden und der mit zu einem Kompensationsereignis angebunden werden. Das heißt, dieses Abbruchevent, das führt zum Auslösen der Kompensationsaktivitäten und außerdem kann man in der umgebenden Transaktionsaktivität auf diesen Abbruch wiederum reagieren, indem wir an die äußere Aktivität, an diesen Transaktionstask, ein angeheftetes Abbruchevent anhängen und dem Kunden, also so reagieren, dass wir dem Kunden eine Fehlernachricht schicken. Wenn alles erfolgreich abgewickelt ist, dann können wir die Kreditkarte belasten und senden eine Nachricht an den Kunden. Was wir jetzt aber noch sehen, ist, dass natürlich auch bei der Kreditkartenbelastung ein Problem auftreten kann, hier ein Fehler auftreten kann, auch der unterbricht wieder, also wir senden dann keine Bestätigung an den Kunden, das fällt dann weg und können dann noch, und das ist das Letzte, was wir hier haben,
die Kompensationsaktivitäten explizit im Nachhinein auslösen. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass zwar die Transaktion an sich, die wir vorher gehabt haben, die Buchung nicht gescheitert ist, dass aber, wenn die Kreditkartenbelastung nicht funktioniert, die Transaktion trotzdem rückgängig gemacht werden muss. Und das passiert mit diesem expliziten Auslösen hier. Das führt dazu, dass die zugeordneten Kompensationsaktivitäten wiederum ausgeführt werden, also Flugstornieren und Hotelstornieren in diesem Fall ebenfalls durchgeführt werden. Müssen in diesem Fall beide sein, weil wären Flugbuchen und Hotelbuchen nicht erfolgreich abgeschlossen gewesen, wären wir gar nicht zur Kreditkarte belasten gekommen und dann hätte gar kein Fehler auftreten können. Also hier kann man nochmal von außen eine Transaktion rückgängig machen im Nachhinein, falls das notwendig ist. Mit dem Abbruchevent kann man darauf reagieren, wenn innerhalb der Transaktion ein Problem auftritt. In beiden Fällen müssen wir Kompensationsaktivitäten spezifizieren, um zu beschreiben, was denn notwendig ist, um bereits durchgeführte Aktivitäten wieder rückgängig zu machen. Das ist vom Konstrukt her das Komplexeste, was wir in der BPMN finden, was auch sehr schwierig abzubilden wäre, würden wir solche Kompensationsaktivitäten nicht haben, weil man eben nie genau weiß, was ist schon fertig, was ist noch nicht fertig, und würde man das ohne Transaktion abbilden, ohne diese Kompensationsmechanismen, dann würden sich sehr stark verschachtelte Gateway-Konstrukte ergeben, die total unübersichtlich sind. Da ist es sinnvoller, sich mit der Sprache auseinanderzusetzen, dieses Transaktionskonstrukt, dieses Transaktionselement zu lernen und damit dann kompaktere und übersichtlichere Prozesse modellieren zu können. Ein weiterer Punkt, den wir noch besprechen müssen, und der hat auch was mit Fehlerfällen zu tun, sind die sogenannten ereignisgesteuerten Subprozesse. Ein ereignisgesteuerter Subprozess kann dazu verwendet werden, um auf ein Problem im Prozess zu reagieren, ohne dieses Problem außerhalb des Subprozesses sichtbar zu machen. Ja, wir haben ja bisher immer gesagt, wenn zum Beispiel eine Deadline abläuft, dann können wir an einen Subprozess hier ein Event anheften, ein Timer-Event, und dann nach außen hin sichtbar machen, dass wir irgendwie auf diese abgelaufene Deadline reagieren möchten. Eine alternative Darstellungsform, die es uns erlaubt, innerhalb des Subprozesses auf so zum Beispiel einen Zeitverzug reagieren zu können, ist der ereignisgesteuerte Subprozess, und das sind die letzten Spalten, die wir hier in der Übersicht der Events hatten, nämlich bei den Startereignissen. Auslösende Startereignisse für Subprozesse, die unterbrechend oder nicht unterbrechend sind, also diese beiden hier. Damit können wir innerhalb eines Subprozesses auf Ereignisse reagieren, die da drinnen passieren können. Das ist natürlich nur sinnvoll, wenn es nicht nach außen hin eskalieren muss, zum Beispiel im Fehlerfall oder beim Eskalationsereignis. Aber wenn es zum Beispiel zu einer Zeitverzögerung kommt und wir darauf irgendwie reagieren können möchten, dann können wir auch mit einem ereignisgesteuerten Subprozess arbeiten. Wir nehmen das Beispiel von vorhin, wo wir auf Geld zurückgeben nach einem Ablauf von 5 Minuten reagieren wollten, oder auf das Verstreichen einer Deadline von 5 Minuten darauf reagieren wollten, indem wir das Geld zurückgeben. Das kann alternativ abgebildet werden. Es ist semantisch identisch mit einem ereignisgesteuerten Subprozess. Semantisch insofern identisch, als dass das Gleiche passiert. Es wird nur außerhalb des Subprozesses nicht sichtbar, dass wir zusätzlich was gemacht haben, weil diese Deadline verstrichen ist. Im anderen Fall, wenn Bestellung bearbeiten zugeklappt wäre, dann würde man trotzdem sehen, dass da ein Time-Event angeheftet ist. Hier wird dieser Subprozess, der da eingebettet ist, nach dem Ablauf von 5 Minuten nach Starten des Subprozesses, also hier, ausgelöst. Der ist nicht unterbrechend, das heißt wiederum, die Zubereitung läuft weiter. Wir führen die Aktivität Geld zurückgeben aus und sind dann mit diesem ereignisgesteuerten Subprozess wieder fertig, und der äußere Prozess läuft ganz normal weiter ab. Ist also eine weitere Möglichkeit, um auf zwar vorhersehbare, aber hoffentlich vermeidbare Ereignisse zu reagieren. Also nicht nur den Idealfall abzubilden, sondern auch Problemfälle abzubilden.
definiert darauf reagieren zu können. Ist in vielen Fällen Geschmackssache, ob man es anheftet und das Problem nach außen hin sichtbar macht oder innerhalb der Aktivität hält, kommt wiederum auf das Ermessen des Modellierers, der Modelliererin an, was für sinnvoller oder inhaltlich korrekter erachtet wird.